Hallo und herzlich willkommen zum großen Finale hier bei den WorldSkills 2013 in Leipzig. Ich kann Ihnen versprechen, es wird sehr, sehr emotional. Wir haben es in den Anfangsbildern schon gesehen. Wir hatten Freude, wir hatten Tränen, wir hatten Glück, wir hatten auch ein bisschen Pech am heutigen Finaltag. Die Messehallen leeren sich so langsam, aber ich bin immer noch ganz aufgeregt. Zum Glück habe ich jemanden an meiner Seite, dessen Aufregung vielleicht schon so langsam verflogen ist, Maren Ottens. Die Dekorationsmalerin im deutschen Team, wie sieht's aus? Pocht das Adrenalin noch im Blut? Mittlerweile nicht mehr. Es ist schon alles etwas gesagt. Ich habe seit 12 Uhr heute Schluss und habe das schon alles ein bisschen verdaut mittlerweile. Wie war es für dich, jetzt 4 Tage lang hier bei den WorldSkills alles zu geben? Was ist das für ein Gefühl? Ja, es ist auf einmal vorbei. Also es gibt nur ein Wort dafür und das ist anstrengend. Es ist super anstrengend. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Man denkt, ach, macht jetzt hier nur so ein paar winzige Sachen, aber was jetzt wirklich im Kopf dahinter steckt, was man da alles an Herzblut reinsteckt, wirklich, das kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Bist du jemand, der sich eher zurückzieht, der die Scheuklappen aufsetzt und sich von allem abschottet, oder schaust du auch mal bei anderen Disziplinen vorbei? Also ich glaube doch eher die Scheuklappennummer. Natürlich hatten wir auch einen Tag, wo wir eine Stunde Zeit hatten, uns das alles mal anzusehen, und ich bin im Schnellverfahren durch alles durchgerannt. Und ich finde es super interessant, auch die anderen Disziplinen zu sehen. Aber man muss wirklich während des Wettkampfes noch wirklich versuchen, bei seiner Sache zu bleiben, und dass man sich da mit der Zeit nicht vertut und dass man das alles wirklich noch auf die Reihe bekommt. Dann bleiben wir mal jetzt bei dem, was wir am besten können, nämlich uns den Finaltag anzuschauen. Wie gesagt, wir hatten alle möglichen Emotionen heute. Der erste Teil unserer Zusammenfassung jetzt von Georg Schneider und Tino Wehrmann. Michael Langer bei der letzten Kontrolle seiner Anlage. Sind alle Elemente korrekt bezeichnet? Stecken alle Kabel richtig? Der Elektroinstallateur arbeitet, wie schon in den Tagen zuvor, hochkonzentriert. Sehr zur Freude seines Experten. Das hat er nach dem Zeittable, den wir uns ausgearbeitet haben, von der Strategie her, wie er da vorgehen soll, hervorragend durchgesetzt, ist pünktlich fertig geworden, hat voll funktionsfähig abgegeben. Ich bin richtig stolz auf ihn. Und dann ist es soweit. Schluss bei Skill 18. Etliche Stunden Arbeit vorbei. Die Anspannung scheint wie verflogen. Ja, jetzt ist es schon schön, weil die letzten Tage waren doch anstrengend und sind irgendwann auch an die Substanz gegangen. Ja, jetzt sind wir doch froh, wenn man fertig ist. Was musst du heute noch machen? Feiern natürlich. Maurer Sebastian Wichern ist bei seinen letzten Handgriffen. Der Niedersachse gab am letzten Tag noch einmal volle Power. 110 Steine vermauerte Sebastian in nur einer Stunde. Eine wirklich bemerkenswerte Leistung des 21-Jährigen. Experte Kai-Uwe Holtschmidt platzt fast vor Stolz. Er kann die letzten Minuten des Wettkampfs nicht mehr ruhig stehen. Dann Schlusspfiff. Pure Erleichterung der beiden. Das Niveau bei den Maurern ist enorm. Am Ende werden wohl nur Kleinigkeiten entscheiden. Egal, Sebastian hat alles gegeben. Ein paar Minuten später in Halle 2. Ein ähnliches Bild bei den Schweißern. Gratulation vom Experten für Thomas Maske. Vorher musste der Rheinland-Pfälzer aber nochmal ordentlich ranklotzen. Das letzte von 4 Werkstücken musste fertiggestellt werden. Doch Hektik kam beim Schweißer nie auf. Eigentlich die Ruhe selbst. Absolut gar nicht nervös, was mich eigentlich selbst gewundert hat. Aber war okay. Mehr als okay fand Hans-Jörg Herold das, was Thomas während der gesamten Wettkampftage geleistet hat. Er hat es geschafft, und was ich besonders gut finde, er hat eigentlich die Leistung, die er bringen kann, heute gebracht. Und auch gestern. Bei manchen Sachen hat er ein bisschen, naja, durch die Aufregung vielleicht etwas verschenkt, aber heute hat er auf alle Fälle nochmal zugelegt, und unterm Strich sind wir voll zufrieden. Ein Kfz-Mechatroniker unter einem Auto. Ein klassisches Bild. Dass sich Robert Bartsch bei den Weltmeisterschaften der Berufe und sogar am letzten Tag befindet, merkt man dem Nordrhein-Westfalen nicht an. Selbst als es kurz vor Schluss nochmal eine ungeplante Unterbrechung gibt,
bleibt Robert ruhig. Ich mache mich da nicht verrückt bei, weil wenn ich nervös wäre, dann bringt das gar nichts mehr. Dann kann ich mich auf nichts mehr konzentrieren. Wenn ich dann irgendwie einen Fehler suchen muss oder so, dann verlaufe ich mich total. Nach einem durchwachsenen Wettkampf lief es am Finaltag recht gut für ihn. Fehlersuche stand auf dem Programm. Eine Lieblingsaufgabe des 21-Jährigen und auch etwas, was er vermissen wird. Einerseits bin ich ganz froh, dass es um ist, aber andererseits macht es auch tierisch Spaß, so Fehlersuch. Und vor allen Dingen die Leute, die rumlaufen, die sind alle so gut drauf. Mit denen macht es auch noch Spaß. Abends, wenn wir der Lackierer und der Karosseriebauer, mit denen sich einfach ein bisschen zu unterhalten, weil die auch vom Fach sind und das passt gut zusammen. Also wird mir wahrscheinlich auch ein bisschen fehlen, wie eine normale Arbeit ist, der Alltag halt. Da ist das hier schon eine Abwechslung. Möbelschreiner Peter Kraus ist beim Feinschliff seiner Truhe. Jede Kante wird noch einmal kontrolliert. Der 20-Jährige gewann deutschlandweit nahezu jeden Wettbewerb. Auch bei den World Skills ist eine Medaille möglich. Mit Ablauf der Uhr fällt die Anspannung ab. 4 Tage am Anschlag hinterlassen Spuren, auch bei Peter. Ja, auf der einen Seite hat es riesig Spaß gemacht, aber auf der anderen Seite war es halt richtig anstrengend und stressig. Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Man lernt halt so viel dazu, neue Menschen lernt man kennen, aber auf der anderen Seite denkt man sich, boah, auch nicht mehr, das braucht man nicht mehr, den Stress. Kurz vor Peters Wettbewerbsende war auch bei Bauschreiner Christian Kämmerer Schluss. Die beiden Schreiner fielen sich danach herzlich in die Arme. Vor allem Christian war heilfroh über den Abpfiff. Der Stress, ich bin so glücklich, das ist unglaublich. Einfach nur geschafft zu haben, scheißegal, was rausgekommen ist. Ja, ich kenne ihn sehr gut, klar, der Christian, wir haben ja zusammen eigentlich, wir sind eigentlich ein Team, Bauern, Möbel, Schreiner. Wir kennen uns ja sehr gut, also es geht schon sehr nahe. Also, wir waren auch ein bisschen die Tränen in den Augen standen, also schon super, wenn da eine Fangruppe da dabei ist und ihn dann praktisch gratulieren und ein Liedle singen, das ist schon toll, ja. Der Wettbewerb der Kälte- und Klimatechniker ist schon lange zu Ende. Julian Walz ist jedoch immer noch auf der Fläche und betrachtet sein Werk. Am Vortag sah das noch ganz anders aus. Julian wirbelt durch seine Kammer, Strom raus, Verbindungen überprüfen, Strom wieder rein, einschalten. Die Aufgabe? Wir hatten hier ein leeres Brett, also das Brett war vorgebohrt. Wir hatten Maßzeichnungen und mussten dieses Kuhl biegen, komplett. Dahinter die ganze Verrohrung für die Kälte und für dieses Wasserbecken, wo man da hinten sieht. Das war so die ganze Aufgabe für 16 Stunden und hat zumindest geklappt. Es ist zumindest mal alles weiß und kalt, dass man sehen, was rauskommt. Das Ziel, es sollte cool werden, im wahrsten Sinne. Die sonst kupferfarbenen Rohre sollten weiß wie Eis werden. Klappte ganz gut, bis auf das L. Die Sache war, den Japanern war die technisch richtige Variante zu schwierig. Deswegen hat man die einfache gewählt und hat es bloß durchgeschleift, die ganzen Buchstaben. Und deswegen muss das L leider technisch etwas darunter leiden, dass es nicht ganz sauber bereift. Aber das müssen wir mitleben. Aufregung an sich nicht, es war bloß tierischer Stress, weil man ständig kontrolliert wird, weil hier die ganzen Experten immer rumrennen und einem ständig über die Schultern gucken, ob man alles richtig macht, ob man sämtliche Sicherheitsvorschriften einhält. Das war eigentlich so das Schlimmere, weil die Aufregung, die verdrängt man irgendwo, aber das ging eigentlich so weit. Eine schweißtreibende Angelegenheit spielte sich derweil im Außengelände ab. Die beiden deutschen Landschaftsgärtner flitzten wie Speedy Gonzales über die Anlage. Bis zur letzten Sekunde werden Pflanzen gestutzt oder kleine Korrekturen getätigt. Manuel Kappler und Reinhold Irslinger werden von den Zuschauern im Endspurt angetrieben. Die letzten Sekunden werden zelebriert. 3, 2, 1. Manuel und Robert sind durch. Mental und körperlich gingen die beiden an ihre Grenzen. Eine unvergessliche Erfahrung. Und das Erlebnis WorldSkills, würdet ihr das nochmal machen? Das Erlebnis WorldSkills, ja, das da Hanna vielleicht. Bisschen mehr Zeit an der. Wir kommen gleich zum zweiten Teil, aber nochmal zu dir, Maren, unsere Dekorationsmalerin im deutschen Team. Maren, wir haben eben schon gesehen, die letzte Minute ist die entscheidende. Was geht einem da durch den Kopf? Gleich ist alles vorbei. Gleich ist alles vorbei. Ja. Also man hat bis auf den letzten Drücker wirklich noch im Kopf, hast du alles geschafft? Ich habe immer versucht, nochmal zu gucken, ist irgendwas noch, was du am Ende übersehen hast, ein Tropfen? Weil wenn die Zeit aus ist, ist aus. Und wenn dir dann noch irgendwas auffällt plötzlich, ist es zu spät. Also man versucht wirklich noch bis zuletzt, die ganze Sache rund zu machen.
Dann schauen wir doch mal auf deine letzte Minute. Erzähl uns einfach mal, was du da machst und was jetzt das Entscheidende ist. Also ich bin irgendwie ein bisschen hektisch, sehe ich schon. Ich bin gerade noch dabei, das Logo zu vollenden und doch noch den Farbtupfer an die letzte richtige entscheidende Stelle zu setzen. Und da fehlt jetzt vielleicht noch der eine Millimeter, den man gebraucht hätte, um das richtige Maß zu erreichen. Und den kann man dann vielleicht noch setzen. Aber ansonsten kann man nicht mehr viel machen. Da muss man das dann einfach gut sein lassen. Wir wollen Ihnen natürlich nicht den zweiten Teil unseres großen Finalberichts vorenthalten. Tino Wehrmann und Georg Schneider, bitte. Unser Stuckateur beginnt mit seinem letzten Modul, dem Freestyle. Und Andreas legt ein ordentliches Tempo vor. Schon beim Begießen der Formen laufen die Schweißperlen. Seine Idee, das WorldSkills-Logo. Die Umsetzung, noch geheim. Einer der Publikumsmagneten bei jeder WM sind die mobilen Robotiker. Das Duo Martin Reichert und Thomas Kühler musste am Schlusstag einen Humanoiden demontieren. Dafür hatten die beiden ihrem Roboter Robotino einen speziellen Arm anmontiert. Mit konzentriertem Blick und ruhigen Händen steuerte Thomas den Robotino über die Fläche. Das einzige Problem? Die Zeit. Das letzte war der Fuß, der noch reingelegt werden musste, aber das haben sie denn nicht ganz in der Zeit geschafft. Das heißt, das wird dann nicht gewertet. Welche Probleme gab es? Es gab da so einen Moment, wo sie runterdrücken? Richtig, wo ein Teil nicht so ganz drin lag. Und da haben sie allerdings recht clever das nachgedrückt, aber das wäre gar nicht notwendig gewesen, weil das Teil ja in dem Lager schon lag. Es wird nur das gezählt, was im Lager liegt. Aber wenn es im Lager liegt, ist es okay. Da waren sie viel zu genau. Und die Sekunden fehlten am Schluss. Nach dem missglückten ersten Versuch wollten es die beiden Thüringer nun besser machen. Doch auch diesmal sollte die Zeit nicht ganz reichen. Beim letzten Durchgang, da hätten wir es vielleicht sogar geschafft von der Zeit, aber da hat gerade ein Experte hier vorne groß rumgeschrien, es ist vorbei die Zeit. Und im Endeffekt galt das aber nicht für uns. Und Thomas war verunsichert, hat erstmal aufgehört weiter zu arbeiten. Und dann haben die Experten bei uns erst gesagt, nee, es geht weiter und da war dann die Zeit schon um. Im Prinzip bin ich schon frustriert, weil es hätte besser laufen können. Es waren viele Probleme dabei. Ja, ich habe gehofft, dass es nochmal anders abgeht beim letzten Mal, aber man kann es ja nicht ändern. Bei Maria Launa kullerten nach dem Countdown ein paar Freudentränen über die Wangen. Sie hat es geschafft. Mutter und Freund unterstützten die 20 Jahre junge Friseurin an ihrem Finaltag. Erleichterung und auch etwas Wehmut machten sich bei ihr breit. Schließlich darf jeder Teilnehmer nur einmal in seinem Leben bei der Weltmeisterschaft der Berufe antreten. Maria ist vom Virus WorldSkills infiziert. Es ist jetzt schön, dass alles vorbei ist. Einerseits könnte ich noch mal loslegen, weil es so schön war. Aber andererseits bin ich jetzt auch froh, dass alles geschafft ist. Andreas ist mittlerweile fertig. Obwohl, noch nicht ganz. Akribisch reinigt und säubert der Baden-Württemberger seine Arbeitsfläche. Dann der Countdown. Familie, Freunde, Arbeitskollegen, alle feiern den 21-Jährigen. Und der weiß gar nicht, wo er zuerst hingehen soll. Auf den Schultern seiner Kollegen getragen, verspürt er pure Erleichterung. Ungemein, also es freut einen, wenn viele Zuschauer da sind und sich viele mit einem freuen. Und das macht einen wirklich stolz. Und sein Experte? Der ist von Andreas' Leistung einfach nur überwältigt. International Vergleich mit den Handwerkern, die alle da waren, da habe ich, muss ich ehrlich sagen, überhaupt nie einmal Bauchweh gehabt oder gedacht, hier könnte man ein bisschen mehr, sondern er hat sich da im ganz deutlich oberen Bereich permanent aufgehalten und eine super handwerkliche Leistung gebracht. Und das haben alle gesehen. Maren, wie sieht denn dein Abend heute noch aus? Also erstmal gehe ich mit meinen Eltern essen. Die sind extra heute hergekommen, um sich anzusehen, was ich hier so gemacht habe die letzte Woche. Und danach geht das ganze deutsche Team erstmal in die Stadt und feiert, dass jetzt alles vorbei ist. Das habt ihr euch auch redlich verdient. Wir schauen auf unsere nächste Sendung. Dann die große Medaillenvergabe, die Closing Ceremony hier aus der Messe in Leipzig. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Maren, ich bedanke mich bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.